endlich kann in das Xuxu Hauptquartier einbrechen und das und meinem Erzfeind auslöschen. Das muss alles geheim bleiben, denn es heißt ja nicht umsonst Agent Ben in geheimer Mission. Xuxu ist der Inbegriff des Bösen. Ich sage euch, sag euch mal warum. Das ist ein Erdbeergetränk, so, und da ist Alkohol drin, das nennt sich Xuxu. Ich meine, normalerweise soll ich Xuxu das bewirken. Und bei mir bewirkt es aber das. So, außer dass es wieder mal kein Schnaps-Game hat, aber wiederum die Kein-Schnaps-Zentrale hat sich darum gekümmert. Neulich in der Kein-Schnaps-Zentrale. Eine Sensation geben, und zwar war im Pfingstfest im Oberschladen war ein Schnapsbar und ich war wirklich erlöst. Endlich hat die Kein-Schnaps-Stiftung einmal einen Sinn gehabt und hab gleich einmal zugeschaut. Hallo, ein Schnaps bitte. Ah, tut mir leid, aber das Schütteln ist falsch. Wir haben leider nur Sekt. Ah, Scherz. Ich sag, ich hab schon meinem anderen Freund geholfen beim Hausbauen und der hat sich bis jetzt noch nicht beschwert. Zumindest habe ich schon lange nichts mehr von ihm gehört. Außerdem sprechen Pokémon Go-Spieler einen ganz eigenen Spruch. Hallo, servus, ich bin der Ben und wer bist du? Pikachu! Hallo Pikachu, wie geht's dir so? Pikachu! Okay. Für alle die Leute, die was das Spring Fever nicht kennen, da habe ich mir extra eigene Frage gestellt. Wie kann man das jemandem erklären, der was das Spring Fever überhaupt nicht kennt? Und ich hab das kurz und knapp dargestellt. Yo, Spring Fever, was geht ab? Allererst einmal, Leon, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei jeder Situation Lachen gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Hey, kannst du mir mal helfen? Ich hab persönlich so viele Probleme. Ich brauch einfach irgendwen zum Reden. Hey, Alter, warum lachst du? Ich hab wirklich Probleme. Alter, hör auf jetzt! Go! Ich hab mich dann gefragt, wie das bei Nacktschnecken ist. Weil es ist drin gestanden, dass Nacktschnecken nicht verboten sind. Da hab ich mir ganz speziell nur für euch was einfallen lassen. Aber passt auf, jetzt wird's nämlich erotisch. Jetzt habe ich euch ganz schön heiß gemacht, gell? Puh! So, Leon, und nach einem harten Arbeitstag gibt's eine gemütliche Entspannung auf dem Thomas-Bank im Garten. Möchten Sie eine Praline? Aber ja, gern so! Diese Ruhe, diese Idylle. Ah, diese Schönheit. Seid doch mal leise da hinten! Ich sehr schlechte Horrorfilme gesehen habe, wo die schauspielerische Leistung einfach nur wow ist und wo die Monster aus Plastik bestehen, was man richtig sieht und die gesteuert werden mit den Fäden wie Marionetten. Ich meine, das ist wirklich extrem gruselig. Und nun folgt der gruseligste Horrorfilm ever und plötzlich kommt das Monster. Ich bin ja so gruselig. Währenddessen das Opfer. Hilfe, Hilfe, ich habe ja so Angst. Horror pur. Erst dann, wenn die viele Leute nur mehr anhand deiner Kamera erkennen. So ist mir das auch schon öfters auch passiert. Ich meine, das schaut dann auch ungefähr so aus. Hey, du bist doch der Ben Benetton! Du bist doch der Ben Benetton! From Death Valley, weighing 200 and irgendwas pounds, Ben Benetton!
genau, sie waren high bis zum geht nimmer. Und im Fernsehen, bei den Fox News, ist dieser Fall sogar im Fernsehen auftreten und da hätte ein Feuerwehrmann namens Jimmy Kimmel interviewt werden sollen. Nur hat es bei dem Interview ein Problem gegeben, und zwar, er war so dermaßen high, dass das ein bisschen lustiger geworden ist als üblich. Aber schaut selber. The plants did burn. They also say one person was treated for smoke inhalation. I inhaled so much smoke. Mal gut umgehen und dass man mal so in die Kamera, so vor die Kameralinsen, so die Hand um eine hält und so, ja, kann ich verstehen, aber nicht ununterbrochen. Ich meine, das ist dann auch ein bisschen lästig. Ich zeige euch da mal ein Beispiel anhand, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Boxen und die Lavalampen fotografieren möchte. Aber schaut selber. Bitte, ich möchte gerade ein Foto machen. Lustig, gell? Geh bitte hör auf jetzt. Tut mir leid, meine Hand ist ausgerutscht. Hallo Lion, ich bin's, euer Bein Beinetten. Ben, warum schaust du so bass? Endlich, ein gutes Foto. Ja, ist sicher wunderschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr ja nichts verpasst. Und nicht vergessen, it's time to be socially. Bye!